Tschandau, Bautzen, Chemnitz, Klausnitz, Dresden, Freital, Heidenau, Hoyerswerda, Jahnsdorf, Mögeln, Wurzen, Zwickau. Die Namen vielen sächsischer Orte sind inzwischen verbunden mit der Erinnerung an fremdenfeindlichen Ausschreitungen und rassistischen Gewalttaten. Daraus resultierend gab es eine Reihe von Presseberichterstattungen über diese rassistischen Straftaten in Sachsen bis hin zu einem Titelblatt, was eigentlich auch hier für Furore gesorgt hat, nämlich von der Hamburger Morgenpost vom September 2016, das Sachsen als den Schandfleck Deutschlands zeigte und als Pegida-Land bezeichnete. Und ich würde daher gerne die erste Frage an Herrn Chamite geben. Sie als Vertreter des Dachverbandes der sächsischen Migrantenorganisation, ist diese Bezeichnung Sachsens, das schlechte Image Sachsen, speziell bei dem Thema Rassismus, aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Ich würde die Frage mit Ja beantworten. Und zwar, wir wissen ja auch, warum das so ist. Es ist vieles passiert. Und es gab in der Vergangenheit kaum Reaktionen, die adäquat waren, um dieser Missstände entgegenzustehen. Beziehungsweise wir wissen auch als Bürger der Städte oder des Landes Sachsen, dass wir uns auch als Zivilgesellschaft irgendwo positionieren müssen. Und es geschah nicht. Und diese Zurückhaltung, die jetzt in gewisse Zeit ins Land gegangen ist, wird anders bewertet. Einerseits von den Meinungsmacher, die diesen Zustand herbeigeführt haben, als positiv, als Bejahung wahrgenommen. Und für die Außenstehende, also unsere Nachbarn und international, wird diese Situation als das irgendwie eine geduldete, auch jawohl, gewollte Meinung der Mehrheit. Und gegen dieser Image hat man im Prinzip bis auf Menschen, die sich engagiert haben, sich dagegen klargestellt haben, die dann auch wiederum als Linksextreme stigmatisiert werden, von der Regierungsseite, von der zivilgesellschaftlichen Seite sehr wenig getan und bis sogar hin zur Justiz, die teilweise in Erscheinung getreten ist, als ob sie jetzt sympathisieren würden mit dieser Menschen, die dieser Image herbeigeführt haben, dass wir so gesehen werden, wie wir eben gesehen werden. Ich würde Herrn Kretschmer mal fragen, als erster Vertreter des... Als ersten Vertreter des Freistaates Sachsen, teilen Sie die Meinung von Herrn Chamite? Verdient Sachsen dieses Image und diese Bezeichnung? Also erstens glaube ich, dass Sachsen dieses Image nicht hat. Wir haben schlimme Bilder im Freistaat Sachsen in den letzten Jahren erlebt und Dinge, die in keiner Weise in Ordnung waren. Aber meine Wahrnehmung war jedes Mal die, dass es einen großen Ruck in der sächsischen Bevölkerung in diesen Orten, die Sie jetzt auch aufgezählt haben, gegeben hat. Und jetzt bleibe ich mal bei der Stadt, die mir noch am nächsten ist als Görlitzer, also Bautzen. Und wenn man sich überlegt, wie viele Leute da regelmäßig auch auf die Straße gegangen sind, um zu sagen, das sind nicht wir. Wie die Zivilgesellschaft bis hin zum Theater, das war auch letztes Jahr ein wunderbarer Moment, als da ganz viele Gruppen sich auseinandergesetzt haben mit Extremismus, mit Rassismus, junge Leute, Kinder aus Kreuzberg, aus Heidelberg, alles auf Einladung des Intendanten in Bautzen. Also dass wir so dieses Bild, was wir da in dieser einen Zeitung haben, diese Titelseite, die ja mehr oder weniger ausdrücken will, 100% oder der aller überwiegende Teil der Menschen, die in diesem Freistaat leben, hätten solche Ansichten. Das kann man ja nun wirklich nicht sagen, sondern es ist eine kleine, bösartige Minderheit und wir sind alle miteinander gefordert, dagegen mit aller Entschiedenheit vorzugehen. Und da bin ich der allererste, der da mitmacht. Aber ich weiß und ich vertraue den Menschen in diesem Land, dass sie das in der allergrößten Zahl genauso sehen. Empfinden Sie das auch, dass dieses Image oder doch teilweise ja schon diese Vorwürfe, die von außen zum Beispiel durch die Morgenpost erhoben werden, dass das nur begründet ist in einer kleinen Minderheit oder ist das tatsächlich schon mehr?
Naja, ich denke, dass sozusagen das, was du jetzt als Image bezeichnest, etwas ist, an dem hat Sachsen über lange Jahre intensiv gearbeitet, ohne jetzt sagen zu können, wie, wer im Einzelnen. Das, was du aufgezählt hast, waren asylfeindliche Proteste, wo teilweise an den Orten auch Übergriffe stattgefunden haben. Und dieses All, also das ist sozusagen ein Stück weit aus meiner Perspektive die Spitze des Eisbergs. Dazu gehören damit Leute sich so auf die Straße und so zu Übergriffen ermutigt fühlen, gehören Haltungen und Einstellungen und dazu gehören Situationen, in denen Menschen, die es dann am Ende tun, und da bin ich bei Herrn Kretschmer, das sind wenige, sich ermutigt fühlen und sich sozusagen aufgehoben fühlen in einem Diskurs, der sie dann ermutigt, genauso zu handeln. Das ist, glaube ich, das Problem, weil die Anfangsfrage zielte ja auf den Rassismus. Das ist, glaube ich, das Problem, dass der Rassismus thematisiert wird in Sachsen und deutschlandweit, das ist nicht nur ein sächsisches Problem, genau am Beispiel von Straftaten und Gewalttaten. Der Rassismus, das ist sozusagen die mit einer juristischen Perspektive und einer strafrechtlichen Verfolgung. Dazu gehören aber tatsächlich noch nicht die vielen Diskriminierungsformen, die Leute erleiden, die sozusagen täglich von Rassismus betroffen sind. Und dazu gehört auch noch nicht die kritische Auseinandersetzung mit Haltungen und Einstellungen. Insofern, um die Frage nochmal zuzumachen, es ist mehr als ein Image. Es ist tatsächlich etwas, was in dieser Gesellschaft dringend thematisiert gehört, wo an unterschiedlichen Perspektiven sich Leute auf den Weg gemacht haben, sich damit auseinanderzusetzen, um das ein Stück weit zurückzudrängen. Man könnte das jetzt nochmal an Pegida explizieren und an ein paar Zahlen, aber das könnte ich vielleicht auch später noch im Laufe der Diskussion machen. Es wurde schon angesprochen, dass es viel über Justiz und statistische Erfassung gibt. Herr Avenarius, gibt es denn eine bestimmte Zahl von rassistisch motivierten Straftaten in Sachsen, die sich auch mit anderen Bundesländern vergleichen lässt? Die Anzahl der Straftaten ist bei uns schon relativ hoch. Wir haben in bestimmten Bereichen tatsächlich die wenig erfreuliche Spitzenreiterposition inne. Ich muss aber sagen, wenn ich die Justiz seit 1991 so lange, bin ich bis zum letzten Monat Mitglied der sächsischen Justiz gewesen, wenn ich die Entwicklung beobachte, dann halten sich wohl Licht und Schatten die Waage. Es gibt ich würde insgesamt die Note für die Arbeit der Justiz in Sachsen seit 91 die Note 3 ausstellen. Es gab Ausreißer nach unten, es gab Ausreißer nach oben. Man darf es nicht vergessen. Also ich erinnere mich, 91, als ich herkam, nach zwei Monaten war das Verbrechen an George Gomodai. Kurz davor hatte man eine schwangere Vietnamesin in den Bauch getreten aus einer Gruppe von Jugendlichen. Da waren schon solche Sachen. Dann kam Hoyerswerda. Und dann hat die sächsische Polizei und auch die sächsische Regierung, muss man sagen, da sehr gut drauf reagiert. Die haben die Soko Rex ins Leben gerufen. Eine sehr, sehr gute und in Deutschland dann auch sehr angesehene Polizeieinheit. Und im Laufe der Jahre hat sich eben vieles weiterentwickelt und manchmal hat die Justiz nicht mit der angemessenen Schnelligkeit darauf reagiert. Manchmal mussten sie auch zum Jagen getrieben werden, aber manchmal hat die Justiz da sehr gut gearbeitet. Das Gleiche gilt für die Polizei. Ich würde zu der Rolle von Justiz und Polizei nachher nochmal gerne kommen. Ich möchte aber nochmal den Faden aufgreifen, den Sie gesagt haben, nämlich, dass Sachsen auch gerade bei den Straftaten so ein trauriger Spitzenreiter ist, und würde jetzt Frau Peetz noch eine Frage stellen. Wenn, wie Frau Hannefort oder Herr Avenarius gesagt hat, dass Sachsen schon eigentlich Spitzenreiter bei den Straftaten der rassistisch motivierten Straftaten ist und der Ministerpräsident aber sagt, es ist eigentlich eine kleine Minderheit, die hier das Bild so schlecht zeichnet, empfinden Sie das wie der Ministerpräsident oder sagen Sie, es ist eigentlich, das Problem geht eigentlich viel weiter als über eine kleine Minderheit?
Ich finde Pauschalisierung über Sachsen höchst problematisch, möchte ich vielleicht zuerst mal sagen. Sachsen ist nicht pauschal besonders rassistisch. Also wenn wir uns die Einstellungsstatistiken anschauen, haben wir sogar Spitzenreiter in der Bundesrepublik in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Und da ist Sachsen absolut Mainstream, ja, was die rassistischen Einstellungen anbelangt. Das ist also im Durchschnitt kein besonders rassistisches Bundesland. Was wir dennoch haben, ist rassistische Übergriffe, die doppelt so hoch sind im Durchschnitt pro Jahr wie in der gesamten Bundesrepublik. Das heißt, wir sind von den Einstellungen her Durchschnitt, aber von den rassistischen Übergriffen absoluter Spitzenreiter. Und da scheint es mir, da müssen wir uns das genauer anschauen. Das ist auch nicht in ganz Sachsen, das ist nicht mit der Gießkanne überall verteilt. Das ist nicht, dass der durchschnittliche Sachse so und so viele Straftaten in diese Richtung im Jahr begeht, sondern wir haben insbesondere drei Landkreise, die eben diese Spitzenzahlen hervorrufen. Und das sind, im Moment ist es die Stadt Dresden, der Landkreis Leipzig und Osterzgebirge, Sächsische Schweiz. Also ganz klar, die meisten Straftaten, rassistische Straftaten, gehen auf diese drei Kreise zurück. Und wenn man was unternehmen möchte, und ich würde dem Ministerpräsidenten raten, etwas zu tun, müsste man sich tatsächlich mit diesen Landkreisen und in den Events hier besonders beschäftigen. Wenn Sie der Meinung sind, dass es eine Minderheit ist, die diese Straftaten begehen, und Sie haben ja grad, wurde ja gerade gesagt, dass die Einstellung flächendeckend so in diesem schlechten Mainstream ist, nenne ich es mal, und trotzdem die Straftaten so hoch sind, wie erklären Sie sich das? Ja, sind es denn die Mehrheit der Sachsen, die rassistisch straffällig werden? Ist das die Realität in Sachsen? Das ist so, kann doch wirklich niemand ernsthaft behaupten. Und deswegen muss man doch ein bisschen, wie Sie sagen, diese Pauschalisierungen bringen überhaupt nichts weiter. Wir haben Kriminalitätsphänomene, gegen die wir uns alle miteinander, und ich würde mal sagen, in den Sächsischen Landtag, den ich jetzt zwei Tage war, zum allerüberwiegenden Teil alle miteinander dagegen wehren, wo wir überlegen, welche Strafen wir noch verschärfen können. Wir sind dabei, die Justiz stärker aufzustellen, haben da zusätzliches Personal eingestellt. Wir sind dabei, 1000 Polizisten neu einzustellen, um auch stärker dagegen vorzugehen. Und wir sind in dem ganzen Bereich Sozialarbeit aktiv. Ich war jetzt gerade in Wurzen, habe mit dem Bürgermeister da auch lange gesprochen. Wir sind uns einig, wir brauchen die Schulsozialarbeit. Deswegen machen wir das auch jetzt flächendeckend. Eine meiner auch Entscheidungen gewesen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und das geht dann weiter in die Jugendarbeit hinein, mit dem Programm Weltoffene Sachsen, was meine Kollegin Köpping macht. Also ich finde immer, ja, es ist richtig, das Problem anzusprechen, es auch in aller Klarheit zu benennen, um dann Möglichkeiten zu finden, dagegen vorzugehen. Aber wenn man das so pauschal macht, dann sorgt man dafür, dass das Bild nicht klar ist, sondern dass sich Verkrampfungen ergeben. Die möchte ich nicht. Ich bin ein Demokrat, ich bin ein Christdemokrat und ich kämpfe gegen Rassismus mit allem, was ich kann und alles, was mir zur Verfügung steht. Pauschal wollen wir es nicht machen. Daher möchte ich Sie nochmal als Vertreter der Migrantenorganisationen fragen, auch gerade weil der Ministerpräsident sagt, das sind nicht die Mehrheit der Sachsen. Ist denn Rassismus in Dresden, in Sachsen tägliche Normalität oder ist es eher die Ausnahme? Wir haben ja, also meine Eingangseinführung war ja, bezog sich auf die Ereignisse in der Öffentlichkeit. Wir haben noch nicht mal den institutionellen Rassismus benannt, den man ja auch ausgesetzt ist. Wir haben auch nicht in den Vereinen, auch gegenüber den Behörden, also wo man, wir haben auch nicht gesprochen von gerechter Teilhabe, die es auch nicht gibt, die eigentlich das Rüstzeug ist gegenüber solcher Sentimentalitäten. Wir wissen ja, Rassismus ist ja eine ich würde sagen, aus dem medizinischen Bereich kommende eine Krankheit, die kann man nicht vollständig heilen, aber man kann durch bestimmte gezielte Ansätze, kann man die ja zumindest in Schacht halten und die Gesellschaft aufklären. Das heißt, ich spreche das ein bisschen runter, wenn ich zu den Behörden gehe, ich möchte was beantragen. Erst werde ich angeguckt, am Telefon ist man manchmal freundlich, weil ich ein bisschen sächsisch sprechen kann.
Und wenn ich mir Mühe gebe, falle ich gar nicht auf, dass ich Migrant bin. Und dann wird man freundlich aufgenommen. Wenn man aber präsent ist, dann fallen erstmal die ersten Jalousien an, das kriegt man ja mit. Dann wird man am liebsten geduzt. Ja, man wird immer wieder reduziert. Damit lebt man hier sein ganzes Leben lang. Damit wachsen Kinder, die hier geboren worden sind, die kein anderes Land kennengelernt haben, wachsen damit auf. Sie können sich vorstellen, wie jemand wie mich, der hier heute hier Initiative ergreift und hier am Podium sitzen darf und sitzt und sich dazu äußert, wie schwer das ist, ja, das aufzuarbeiten, neben dem, was die gesellschaftlichen Herausforderungen sowieso eh sind. So muss man sich das vorstellen. Also ich würde das Problem nicht herunterspielen, sondern eben, wenn Sie, Herr Ministerpräsident, wenn Sie sagen, Sie greifen das auf in den Schulsozialarbeit, das ist ein guter Anfang. Ein anderer guter Anfang ist auch das, was die Staatsregierung jetzt macht, die sächsische Regierung, Entschuldigung, oder ist das selber? Ja, gut, okay. Was sie jetzt macht, zum Beispiel, dass Integration nicht nur Lippenbekenntnis ist, sondern ganz konkret in dem Koalitionsvertrag verankert worden ist. Es gibt immerhin ein kleines Ministerium, was diese Sachen regelt. Es gibt auch ein Budget, der untersetzt worden ist, mit dem man was anfangen kann, und zwar auch gut anfangen kann. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Wenn man sieht, 2015, die Migranten, die 2015 zu uns gekommen sind, ich denke so schätzungsweise 40% sind schon teilweise im Arbeitsmarkt schon drin, weil die Sprachausbildung plötzlich finanziert worden ist, weil Integrationskurse gab, was es in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Also die anderen Migranten, die davor gekommen sind, die haben keine Chance gehabt. Die haben sich durchschlagen müssen, bis sie die sprachlichen Möglichkeiten, Lernmöglichkeiten bekommen haben und so weiter. Also wir haben ja so positive Schritte, aber ich befürchte schon, dass bei der nächsten Legislaturperiode, wenn je nachdem wie die Konstellationen sind, dass das dort schon wieder etwas wahrscheinlich zurückgefahren wird. Das ist meine Befürchtung, aber das wäre ein fataler Fehler, den man begehen kann. Also auf Institutionen zurückzukommen, bei der Polizei zum Beispiel, wenn man jemanden aus Notfall anruft, da wird man abgewiesen, weil derjenige der deutsche Sprache nicht mächtig ist, obwohl es ein Notfall ist. Zum Beispiel, eine Frau ruft an, weil ein Pferd quer über die Straße gelaufen ist. Und da wird gesagt, wir sind ja nicht in China oder sonst wohin. Aber es war eine Gefahr im Verzug. Also da könnten den Verkehr, Straßenverkehr gefährdet werden. Also das sind so kleine Beispiele. Ein Mensch kommt, will ein Auto zulassen. Da wird gesagt, Sie können hier kein Auto zulassen, Sie müssen das Auto herbringen. Dann können Sie das Auto zulassen. Also, und ohne, man könnte das vielleicht vorher benachrichtigen, da könnte man das regeln. Nur weil derjenige, also sichtbar Migrant ist, sichtbar noch nicht mal Afrikaner. Also, Sie müssen sich vorstellen, früher haben wir, die Afrikaner, am meisten zu leiden darunter gehabt. Jetzt sind diese die muslimische Glaubensrichtung, aber wir wissen ganz genau, dass das genauso die einzelnen Gruppierungen Schule macht. Und deswegen sage ich immer dagegen von Anfang an, dass wir teilen, sagen, die sind schlimm, die anderen sind besser und die sind sonst noch besser oder was weiß ich. Also das ist, wir haben zum Beispiel im Dachverband, haben wir jetzt einen Prozess vollzogen, der jetzt praktisch die Aussiedler mit den Flüchtlingen, mit den anderen Arbeitsmigranten und so weiter, mit Studenten zusammenkommt, um einfach eine gemeinsame Sache, die da wäre, die Gesellschaft gemeinsam zu gestalten. Da gibt es auch Präsentiments. Es gibt die mögen die andere Gruppe nicht, die mögen die andere Gruppe nicht, und deswegen bitte ich darum, auch uns zu unterstützen, dass wir da nicht nur irgendwann mal auseinandergehen wieder, sondern genau an diese Beispiele zu nehmen und sagen, ja, wir können gemeinsam die Gesellschaft gestalten, und zwar fair gestalten, und dazu gehört die Partizipation auf jeden Fall auch auf politischer Ebene, in den Ämtern, im öffentlichen Dienst müssen sichtbar sein, in der Bildung müssen Lehrer, die meisten sozusagen homogene Bereiche sind ja Klassenlehrerzimmer. Da sieht man kaum Migranten. Gut, jetzt gibt es langsam Durchlässigkeit, aber da muss man noch weitermachen. Das muss man weitermachen. Wenn Frau Pate sagt, dass die Professor Pate sagt, die Einstellungen gegen oder die rassistischen Einstellungen liegen gerade im Trend der anderen Bundesländer, aber es gibt hier deutlich mehr Straftaten als woanders. Was glauben Sie, warum trauen sich hier Rassisten mehr Straftaten zu begehen? Wie erklären Sie sich das? Das
hatte ich vorhin schon mal versucht sozusagen anzureißen. Ich glaube, es gab in Sachsen einige Ereignisse oder auch Entwicklungen, muss man glaube ich sagen, weil es sind lange Entwicklungslinien, die das heute in Sachsen möglich machen, was wir sehen, nämlich erhöhte Anzahl von Straftaten etc., dass Pegida sozusagen hier seine Homebase aufgeschlagen hat vor etlichen Jahren. Und die beginnen lange vorher, aber tatsächlich auch in den 90er Jahren. Herr Abinarius hat vorhin schon Bezug drauf genommen. Gerade in den 90er Jahren hat es einige Entwicklungen in Sachsen gegeben, wie sozusagen die Etablierung von Netzwerken von freien Kameradschaften, dass die relativ ungestört in Sachsen arbeiten konnten, dass die relativ, also erst Ende der 90er gab es die zwei SSS-Prozesse, die Ansiedlung der deutschen Stimme, also relativ unter dem Radar und der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit haben sich Nazi-Strukturen etabliert und erst ab 2004 im Vorwahlkampf für die Landtagswahlen, als das sichtbar wurde, wo die NPD in den Landtag zog, hat sie sozusagen schon angefangen, das Thema Asylfeindlichkeit zu etablieren. Und das konnten wir dann über die Jahre später immer wieder verfolgen. Es war das Kernthema der NPD damals, was sich heute mit Ausländerfeindlichkeit, mit Rassismus, mit Asylfeindlichkeit als Thema etabliert hat und gar nicht mehr so deutlich in den neurechten Diskursen ausgesprochen werden muss, aber tatsächlich immer mitgetragen wird. Und das meinte ich vorhin, das ist sozusagen das, was in der Entwicklung und was sozusagen in eine Stimmung macht. Und ab 2014 kann man es nachvollziehen mit der Gründung und den ersten Aufmärschen von Pegida, den großen Demonstrationen, den wirklich fehlenden Reaktionen auch von Seiten der öffentlichen Politik, der Einhausung der Themen, die Pegida auf die Straße gebracht hat. Das fand tatsächlich nicht statt und wir konnten in den Jahren 15 und 16 eine doppelte Anzahl an Übergriffen feststellen, die sozusagen rassistisch motiviert waren. Und ab dem Jahre 2015 ist auch von allen Straftaten im politisch rechts motivierten Bereich der Rassismus massiv angestiegen. Und das ist sozusagen das Problem, das auch unter dem Deckmantel damals von Pegida, wir können es uns jetzt gerade im Verfahren angucken mit den Freien Kameradschaften Dresden, die sehr wohl bei Pegida mitdemonstrieren und sich da an die Normen halten und tatsächlich dort auftauchen, sich aber da ermutigt gefühlt haben und getragen haben von den Themen, die sie endlich in Taten umsetzen wollten. Und das, glaube ich, ist das Problem. Das kann man sich angucken, auch exemplarisch an, gleich mein letztes Beispiel, das kann man sich exemplarisch, glaube ich, auch angucken an der Gruppe Freital, wo wir jetzt im März Urteil hatten. Die Gruppe Freital, 8 Männer, eine Frau, die sich auch unter Inkaufnahme der Gefährdung von Leib und Leben aufgemacht haben und Leute, die aus ihrer Perspektive nicht in diese Gesellschaft gehören, angegriffen haben mit Brandanschlägen, Sprengstoffanschlägen etc. Das Problem dabei war, und insofern meine ich das mit der Wahrnehmung auch ernst, wo wir tatsächlich noch intensiver hingucken müssen, dass das beinahe ein Prozess vorm Amtsgericht geworden wäre wegen Körperverletzung und erst als der Generalbundesanwalt, Dankeschön, das fehlte mir jetzt, gesagt hat, Moment mal, möglicherweise haben wir es doch hier nicht nur mit einzelnen Tatbeständen, sondern mit einer kriminellen Vereinigung zu tun. Da wurde deutlich, dass es sozusagen in Sachsen wieder möglich ist, sich in solchen Gruppen zusammenzuschließen. Da haben wir ja noch nicht vom NSU gesprochen. Und allen dreien, die ich jetzt nannte, liegt sozusagen Rassismus zugrunde als Tatmotiv und alle werden getragen von dieser Idee, dass man das auch in die Tat umsetzen kann. Und deswegen glaube ich, dass das sozusagen in eine längere Geschichte hat, in die das eingebettet werden muss. Da muss man tatsächlich genau hingucken, was jetzt nicht diskreditiert, was gerade von Ihnen, Herr Kretschmer, oder von dir, Emiliano, als Beispiele genannt worden, die teile ich, wo wir Dinge tun und wo wir auf dem Weg sind. Aber es fehlt in vielen Bereichen noch an der Sensibilität, zu gucken, wo haben wir denn rassistische Positionen, die ja manchmal gar nicht wahrgenommen
werden, gleich Erik, die ja manchmal tatsächlich jetzt gar nicht wahrgenommen werden, weil, wie Emiliano richtig sagt, das in den Strukturen liegt und es eben nicht das persönliche Motiv des Einzelnen ist, sich jetzt zwingend rassistisch zu verhalten, sondern wo es manchmal tatsächlich auch die Institutionen und Strukturen nicht zulassen. Jetzt Punkt. Ich will der Grit Hannefort recht geben in dem Punkt, dass ich glaube, man muss wirklich immer darauf achten, dass man den Anfängen wehrt, sich dagegen setzt. Und ob es wirklich so ist, dass man in den 90er Jahren das so leichtfertig hingenommen hat, kann ich nicht so bestätigen. Aber richtig ist, dass sich etwas in dieser Zeit gebildet hat. Und wir müssen zumindest aus dieser ganzen Situation lernen. Den nationalsozialistischen Untergrund hat niemand für möglich gehalten, ich auch nicht. Es ist erschütternd, dass so etwas möglich ist. Deswegen ist auch richtig, dass bei der Gruppe Freital da mit aller Entschiedenheit ermittelt und dann am Ende die Leute auch mit aller Härte bestraft worden sind. Und ich sehe das schon auch als Aufgabe an uns alle, dass wir da die Instrumente des Rechtsstaats so einsetzen, wie sie einzusetzen sind. Und ich will jetzt mal nochmal von dem Rechts mal kurz nach links schwenken, ohne dass Sie sich aufregen drüber. Mich hat das am Wochenende sehr beunruhigt, dass dieser Bus in Leipzig, der da zu dieser unsäglichen AfD-Demo gefahren ist, von irgendwelchen Leuten mit Warnweste angehalten wurde und mit Steinen und mit Farbläufen beschmissen worden ist. Das sind diese Dinge, die am Ende irgendwann in terroristischen Aktionen enden. Das war jetzt nicht die linke, sondern die rechte, also die rechte, sondern die linke Seite. Aber es ist rum wie numm. Wir müssen alle miteinander dafür sorgen, dass solche Menschen das Handwerk gelegt wird, und zwar am Anfang und nicht erst, wenn diese Terrorgruppe sich richtig gebildet hat. Gehen mir gerade zwei Fragen durch den Kopf. Entweder während den Anfängen frage ich ihn, aber ich glaube, ich frage Sie, warum Sie jetzt den Linksextremismus erwähnt haben. Weil ich ein Mensch bin, dem es völlig egal ist, ob man mit rechts, mit links oder weil man der Meinung ist, man macht eine Religion für kriminelle Aktivitäten sich zunutze. Entscheidend ist, dass wir als Demokraten aus der Mitte heraus den Kampf gegen die Extremisten führen. Das hat jetzt keine Kleinmachung, aber es ist für mich ein Beispiel, wo man ja sieht, das finden viele erstmal lustig, dass die da aufgehalten worden sind und nicht zu dieser Demo gefahren ist. Und nochmal, diese Demo war furchtbar. Aber so geht es nicht. So, das ist kein probates Mittel. Und das ist auch sehr richtig. Und ich war noch gar nicht fertig mit meiner Frage. Jetzt kommt nämlich erst die Frage. Die Frage ist, wenn Sie jetzt auch den Linksextremismus richtigerweise erwähnt haben, der auch Straftaten geht, was glauben Sie, von wem geht in Sachsen die größere Straftaten aus, das größere Gefahrenpotenzial? Von Linksextremisten oder von Rechtsextremisten? Von beiden, aber es ist natürlich. Von beiden ist der, gleich viel. Schauen Sie, der Rechtsextremismus mit der Geschichte Deutschlands hat eine so furchtbare, verheerende Wirkung gehabt. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir alle miteinander wirklich da vorgehen. Es ist regional sehr unterschiedlich, wie die Verteilung ist. Aber ich sage es noch einmal: Am Ende ist das für mich nicht der entscheidende Moment. Der entscheidende Moment ist, dass in diesem Land Recht und Gesetz gilt. Und ich glaube, die Mehrheit der Menschen in diesem Land möchte, dass wir dafür sorgen, dass sie auch weiterhin gelten. Und ich will mich auf diese Diskussion gar nicht einlassen. Und ich finde es auch nicht nett, dass wenn Sie mir hier eine Frage stellen, das hier so aufmachen. Ich habe gedacht, Sie wären an einer ernsthaften Antwort interessiert gewesen. Ich bin auch an einer ernsthaften Antwort interessiert. Den Eindruck machen Sie jetzt gerade nicht, Herr Hartke. Ich habe das aufgemacht, weil ich die Frage gestellt hatte, ob es mehr rechtsextremistische oder linksextremistische Straftaten gibt. Und es gibt eine Statistik von dem Staatsministerium des Inneren, von dem Sächsischen Verfassungsschutzbericht 2017, der genau geguckt hat, wo gibt es denn mehr Linksextremisten oder Rechtsextremisten in Sachsen, die sich dann auch tatsächlich zwischen links und rechts angeschaut haben, wer begeht denn mehr Straftaten in den letzten Jahren. Und ich habe das deswegen gemacht, weil ich es, glaube ich, sehr wichtig finde, dass wenn wir über beide Problemgruppen sprechen, und es ist auch sehr wichtig, dass wir beide Problemgruppen sprechen, dass man trotzdem eine Relation hat zu der Zahl, wie viele Straftaten dann auch verübt werden. Und das war
Das war jetzt nicht, um Sie irgendwie reinzureiten, sondern tatsächlich, um eine Zahl fassbar zu machen, worüber wir reden. Ja, also das ist auch vollkommen okay. Wir haben gestern den Verfassungsschutzbericht oder vorgestern vorgestellt. Die Zahlen sind auch vollkommen klar. Aber das ist ja wieder eine Diskussion. Noch einmal, der Kampf gegen Rechtsextremismus ist für jemanden, der aus Deutschland kommt, eine ganz persönliche, wichtige Angelegenheit und deswegen auch für uns in Sachsen. Punkt. Herr Benarius. Also wir müssen vielleicht aufpassen, dass wir uns nicht an Stellen Konflikte einhandeln, die wir gar nicht brauchen. Von der Gefährlichkeit her besteht zwischen islamistischen Straftätern, linksextremistischen Straftätern und rechtsextremistischen kein Unterschied. Dass jedes Opfer wird sagen, es ist mir egal, wenn ich von einem Stein getroffen werde oder noch in eine schlimmere Situation gerate. Etwas anderes ist die Häufung von rechtsextremistischen Straftaten in Sachsen, die man ja nicht wegdiskutieren kann. Das ist halt so. Und ich glaube, man nähert sich der Sache eher, wenn man es einfach von der Problemgewichtung her betrachtet. Wir haben in Sachsen seit vielen, vielen Jahren ein Problem mit dem Rechtsextremismus. Und auch mit einem ausfransenden Rechtsextremismus, das heißt einem Rechtsextremismus, der sich auch in Wahlergebnissen für die NPD, seit 2004 zweimal in den Landtag gekommen, jetzt für die AfD, äußert, aber vor allem in Straftaten, die in Deutschland so wahrgenommen werden. Und ich glaube, man muss einfach sagen, das ist ein Problem, damit müssen wir umgehen. Aber jetzt anzufangen, darüber zu diskutieren, welche Form von Extremismus die schlimmere ist, das führt uns nicht weiter. Ich habe diese aktuelle Statistik auch gezeigt, weil sie Teil einer Einsendung war, einer Frage, nämlich auch direkt an Frau Hannefort, dass oft behauptet oder dass der Eindruck entstände manchmal, dass die Landesregierung in den verletzten Jahrzehnten versucht hätte, antirassistische Gruppierungen, aber auch linke Gruppierungen zu kriminalisieren. Und die Frage geht an Sie, ob Sie diese Einstellung oder ob Sie diese Meinung auch teilen würden. Also der Vorwurf war auch, dass dadurch Rassismus nicht richtig bekämpft werden konnte, weil diese Gruppen kriminalisiert wurden. Da bin ich jetzt dankbar für die Frage, weil die verzahnt die Debatte vorher mit dem, was ich eigentlich sagen wollte. Weil ich wollte es gerne wieder auf das Thema Rassismus zurückführen, weil Rassismus tatsächlich zwar ein Phänomenologiebereich des Rechtsextremismus ist, aber darüber hinaus, von dieser Extremismustheorie mal abgesehen, Bestandteil der Gesellschaft. Und zwar sozusagen durchgängig der Gesellschaft, wenn wir nicht, und das würde ich mal anraten, von Straftaten reden. Und, oder sozusagen von dem von rassistisch motivierten Straftaten, sondern von Haltungen und Einstellungen. Weil jeder in dieser Gesellschaft hat bestimmte Ressentiments, hat Vorurteile, Meinungen, wie auch immer ausgeprägt, was an sich überhaupt erstmal nicht schlimm ist. Das Problem entsteht an der Stelle, wenn Leute anfangen, eine homogene Gruppe zu bilden, die sie etikettieren und wo sie dann eine Wertung zu anderen Gruppen vornehmen. Da entsteht sozusagen das Problem des Rassismus und das haben wir innerhalb der gesamten Gesellschaft, also zu dem rechts, links gehört ja noch die Mitte und die ist eben nicht frei von Rassismus und trägt auch in bestimmten Diskursen sozusagen diese Ressentiments mit, was man dann an institutionellen Arbeits... Ja. Und ich glaube, dass Sachsen und in dem Falle Teile der Staatsregierung und der Politik sicher besser bedient gewesen wären, wenn man Leute, die auf der Straße protestiert haben gegen Leute, die gegen Asylunterkünfte waren, nicht sofort etikettiert hätte und gesagt hätte, oh, das könnte ja Linksextremismus sein. Also das geht in diesem Land. Das geht manchmal schnell. Und damit ich hier nicht missverstanden werde, natürlich hat der Kretschmer recht, sobald es in Gewalt umschlägt, man anfängt Zeug zu werfen oder sonst irgendwas, ist das zu verurteilen und ist sozusagen im Rahmen der
polizeilichen Ermittlungen, wie auch immer. Wir waren in diesem Land schon mal, vor allem in Dresden, schon mal so weit, dass zum Beispiel, und das haben wir uns, glaube ich, hoffentlich auch erhalten, von wegen Straftaten, auch da ist es ja dehnbar, dass Blockaden möglich waren am 13. Februar. Dresdner werden sich erinnern, ohne kriminalisiert zu werden, und sind es 10 Jahre vorher auch. Das heißt, da hat man auch Verschiebungen und Veränderungen. Und plötzlich standen da ganz viele Leute auf der Straße und plötzlich war es nicht mehr linksextrem. Und trotzdem muss man, ich bin schon wieder zu lang, war ja, und trotzdem muss man den Leuten, die es damals, als sie noch kriminalisiert wurden, jungen, engagierten, linken Leuten dankbar sein, dass sie angefangen haben, dieses Thema um die Nullerjahre Rechtsextremismus in Dresden am 13. Februar überhaupt auf die Straße zu bringen. Also ich glaube, die Erzählung ist nicht so einfach. Und die waren es eben auch noch in den Blockaden und die waren es eben auch noch in den verschiedenen Aktionsformen. Da ließ ich das jetzt gerade deutlich machen, weil ich denke, hier sind die Grenzen natürlich fließend, aber ja. Ich komme vom Thema Extremisten kurz weg und wieder zum Thema Rassismus, und zwar bitte an Frau Peetz. Wird heute eigentlich noch offen rassistisch, sprich biologisch argumentiert, oder gibt es in den Argumenten eine Verschiebung? Ich habe vorher noch was zu sagen über diese Statistik. Diese Statistik, die ist deswegen so unterschiedlich bei rechts und links, ist bei den Rechten sind 2/3 der Straftaten das Zeigen von verfassungsfeindlichen Insignien. Das sind jetzt nicht 2600 gewalttätige Übergriffe im Jahr, die wir letztes Jahr hatten, von rechten Übergriffen. Bei den Linken ist es tatsächlich oft Gewalttaten, aber jetzt müssen wir uns das mal genauer anschauen. Deswegen, ich finde, wenn Sie so eine Statistik zeigen, muss man auch was dazu sagen dürfen. Der Punkt ist, dass die meisten rechtsextremen Straftaten, die tatsächlich gewalttätig sind, und das sind immer noch 1/3, das ist viel zu viel, 1/3 von den Straftaten, die hier aufgezeigt sind, die gehen tatsächlich gegen Leute, die als links identifiziert werden oder die als Minderheiten identifiziert werden. Und das ist ein riesiges Problem. Das ist Rassismus, um wieder beim Rassismus zu sein. Die linken Straftaten sind oft gegen Leute, die sie als rechts identifizieren. Das heißt, wenn sie die rechten Straftaten eindämmen könnten, würden sie die linken damit auch eindämmen. Also ist es kein separates Problem. Okay. Wir haben hier einfach eine Dynamik, wo die Linke auf Rechte reagieren. Und diese Dynamik ist ein Problem in ganz bestimmten Ortsteilen, jedenfalls wenn man polizeilich agieren möchte oder ordentliche Strukturen haben möchte. Ja? Also, aber das Problem geht dann von rechts aus und nicht von links. So würde ich das ein bisschen zuspitzen. Okay, zu Ihrer anderen Frage. Rassismus ist die Annahme, dass bestimmte Handlungsweisen, Fähigkeiten, Denkweisen, Kulturmerkmale mit dem Blut übertragen werden, also auf Abstammung beruhen und zum Teil jedenfalls somatisch erkennbar sind, das heißt an den Körpern ablesbar ist. Das heißt, Rassisten denken, man kann es jemand ansehen, was er kann und was er nicht kann. So, also das ist eine ganz grobe Definition. Und in der moderneren Form geht man jetzt nicht mehr davon aus, dass es nur durch das Blut übertragen wird, sondern eine kulturalistische Sache ist. Das heißt, modernere Rassisten gehen davon aus, dass bestimmte Kulturkreise dazu tendieren, zu bestimmten Handlungen, zu bestimmten Verhaltensweisen, zu bestimmten Fähigkeiten, unter anderem, das ist die modernste Form des Rassismus, dass Leute aus muslimischen Kulturen einfach intrinsisch von sich aus gesehen gewalttätig sein müssen oder frauenfeindlich und so weiter. Das ist einfach Kulturrassismus. Ja, das hat jetzt nicht unbedingt, die Hypothese hat nicht so sehr mit Blut zu tun wie früher, aber die Annahmen, so, und das, was diese Annahmen gemeinsam haben, ist, dass erstens die Leute sich nicht ändern können, dass es in den Körper eingeschrieben ist, in die Kultur eingeschrieben ist, dass man also auch nicht sich ändern kann dass es da differente Fähigkeiten gibt und dass es eine Übertragung ist, ja, eine Übertragung, die in dem einen Fall vom Blut, in dem anderen von der Kultur herkommt. Sie haben auch gerade Kulturrassismus mit dem Islam verbunden. Wenn ich mich manchmal an einige Debatten, die in den öffentlichen Medien ausgetragen wurden, waren das oft auch so eine Debatten wie, der Islam gehört zu Deutschland, nicht zu Deutschland, zu Sachsen, zu nicht zu Sachsen, ist, vielen lieben Dank,
Ist das schädlich? Ist das eine schädliche Debatte in der Öffentlichkeit, wenn man darüber diskutiert, ob diese Religion jetzt zu diesem Freistaat, ist das schon Kulturrassismus oder ist das eine legitime Debatte? Also wenn der Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland oder gehört nicht zu Sachsen, ein deskriptiver Satz sein soll, ist er klar falsch. Ja, also es gibt Siebentagsadventisten, es gibt Atheisten und es gibt auch Muslime in Sachsen. Ja, also das ist einfach deskriptiv falsch. Wenn es ein normativer Satz sein soll, dann könnte er meinen, die Leute unter uns, die dieser Religion angehören, sollten Sachsen verlassen. Das fände ich etwas erstaunlich für einen Demokraten zu sagen, wer dazugehören darf und wer nicht. Also aber ich denke, der Satz ist ein politischer Satz. Der Satz meint einfach nicht, bezieht sich nicht auf die Personengruppen, sondern meint, wir sollten unsere Rechte und unser politisches Denken nicht an den Prinzipien des Islam ausrichten. Nur weiß ich nicht, wer das denn fordert. Deswegen verstehe ich den Satz auch nicht als politischen Satz. Also aus vielen Gründen finde ich den Satz reichlich kurios, außer es geht darum, Leuten, die Moslems nicht mögen, entgegenzukommen. Herr Kretschmer, ich stelle Ihnen jetzt die platte Frage, ob Ihrer Meinung nach der Islam zu Sachsen gehört. Nicht. Ich stelle nicht. Ganz antwortlich. Ich stelle die Frage nicht, weil ich auch nicht, oder weil wir auch nicht den Anschein erwecken wollen, dass man Grundelemente unserer Verfassung wie die Religionsfreiheit in Frage stellen kann. Deswegen möchte ich Sie lieber fragen, wie Sie die Stellung des Islam in Sachsen bewerten und die kulturrassistischen Angriffe speziell gegen diese Religionsgruppe in Sachsen. Ich bin ein großer Verfechter der Religionsfreiheit, weil ich selber Christ bin und in einer Gegend aufgewachsen bin, wo Lessing die Ringparabel geschrieben hat. Und damit bin ich aufgewachsen und kulturell geprägt. Und deswegen finde ich es selbstverständlich, dass wenn Muslime in Deutschland leben, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, so wie uns Christen, dass sie ihrer Religion nachgehen können. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass in meiner Heimatstadt es sehr bürgerliche, sehr christlich orientierte Menschen gewesen sind, die einen Freundeskreis gegründet haben, um einen Gebetsraum zu eröffnen. Da habe ich mich zuerst gewundert, dann habe ich die Leute angerufen, dann habe ich gesagt, so, und tut mir den Gefallen, ich möchte gerne demnächst vorbeikommen. Ich finde das ganz klasse, wie ihr das macht, dass wir das schaffen, dass diese Gebetsräume nicht irgendwo in Hinterhöfen sein müssen, irgendwo im Dunkeln, verschämt, sondern dass wir sie ins Licht ziehen, dass wir die Möglichkeit haben, da auch andere Sachen anzubieten, Sprache, Bildung, was auch immer, Freizeitbeschäftigung für junge Leute. Also ich finde das eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß allerdings nicht, ob das die wirklich zentrale Frage ist, sondern es ist mehr die Diskussion über eine große Anzahl von Zuwanderern aus vielen anderen Regionen, die sich mit unserer Kultur nicht auskennen, die unsere Sprache nicht sprechen. Es ist das Gefühl, schaffen wir diese Integrationsleistung, sind wir stark genug dazu, die eine große Diskussion ausgerufen hat. Ich habe wenig Leute getroffen, die sich daran gestört hat, dass ein Muslim zum Gebet gegangen ist bisher. Sie haben verstärkt viele Dialoge auf dem Land geführt, auch mit vielen Kabinettsmitgliedern, fast immer mit allen. Wenn Sie mit Bürgern gesprochen haben, hatten Sie da mal das Erlebnis gehabt, dass Ihnen eine Aussage eines Bürgers erschreckt hat oder waren das alles Moderate? Also es gibt, und übrigens kann man sich die Diskussion ja auch nicht aussuchen. Ne? Also es ist, wenn die Leute diskutieren das und wenn sie der Meinung sind, wir wollen über die Frage diskutieren, ob der Islam zu Deutschland gehört, sind wir nicht diejenigen, die sagen, das gehört sich nicht. Sondern dann muss man sich im Zweifel einschalten und ich fand Ihre Diskussionsbeitrag genau richtig, weil er das mal runterzieht und ein bisschen auseinandernimmt. Und diese Wortmeldungen sind dann notwendig, um das ein Stück weit einzuordnen. Das macht Mühe, aber ist im Zweifel dann auch hilfreich. Es gibt bei Diskussionen immer wieder mal den Moment, wo einem die Luft wegbleibt. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich habe eher die These, solange wir hier uns in einem Bereich befinden, wo nicht der Staatsanwalt zuständig ist, dass ich dann diskutiere, mit den Leuten spreche. Aber ich will Ihnen sagen, wenn das an einem Abend einmal vorkommt, dann ist es viel. Ich habe die Mehrzahl der Veranstaltungen, die Sachsen-Gespräche, was wir in der Vergangenheit hatten, erlebt. Da war das Thema Asyl, Rassismus überhaupt kein Thema mehr.
Gibt es eine Grenze, die Sie im Gespräch führen, wo Sie sagen, okay, bis hierher diskutiere ich und nicht weiter? Oder? Ja, und zwar da, wo Herr Avenarius früher zuständig gewesen ist. Ich finde, wir müssen uns alle nicht beleidigen lassen. Wir müssen uns nicht von unserer Ehre verletzen lassen. Es gibt in diesem Land klare Regeln und die gelten für jeden. Aus der Sicht der sächsischen Migrantenorganisation, Migrantenverbänden, gibt es dort eine große Angst, gerade von muslimischen Mitgliedern hier in Sachsen zu leben? Jawohl, aber auch nicht nur. Also wir haben in der Vergangenheit bemerkt, zum Beispiel nach der Wende sind viele Migranten also aus Ostdeutschland in den Westen ausgewandert, weil es einfach hier eben von Rassismus, von Benachteiligung gewimmert hat. Und das geht ja jetzt seit Pegida im Prinzip auch die Zahl steigend. Nicht nur, wie gesagt, muslimische, sondern auch Menschen, die nicht mit der Situation sich abfinden wollen. Auch teilweise Aktivisten sind dann auch aus Dresden ausgezogen. Ich habe selber schon mehrfach darüber nachgedacht, mal wegzuziehen. Aber dann habe ich mir gesagt, naja, dann überlässt ja die Bühne denen, denen man ja alle die Jahre versucht hat zu zeigen, ey, guckt mal, ich bin ganz normaler Mensch, nichts anderes und nicht mehr und nicht weniger. Sie sprachen gerade von Menschenwürde. Menschenwürde ist aber für alle, gilt für alle, ausnahmslos. Auch wenn das Flüchtlinge sind, die haben eine Menschenwürde und die gehört auch respektiert zu werden. Das gehört auch der Hartz-IV-Empfänger, der hat auch eine Menschenwürde, der muss auch respektiert werden. Wir verstehen das als Migranten, die Situation, dass eben im Zuge dieser ganzen sozialen Probleme, die wir hier haben, die ganze Krisen, Wirtschaftskrise, die teilweise auch diese Arbeitsmarktreformen, die dann zu Lohndumping gefallen sind, das ist ein abendfüllendes Programm, was man ja sozusagen, warum die Bürger, aber auch Migranten jetzt, warum die einfach unzufrieden sind, aber nicht doch bitte nur, weil die Flüchtlinge da sind, dann tragen wir alles auf den Rücken. Ja, also das kann doch nicht sein. Ich meine, ich wurde mehrfach gefragt, sag mal, du bist doch schon lange da, du leistest doch auch so viel und kriegst du alles, wenn du zum Amt gehst. Ich sage, nein, ich kriege auch nicht alles, ich kriege genauso, habe ich genauso Hürde, aber die Migranten, die Flüchtlinge, die kriegen mehr. Also dieser, und wenn man bei so eine, gerade so eine heiße Debatte ist oder so eine heiße Vorwürfe, die teilweise Fakten fremd sind, dann daher kommt und sagt, ja, Islam gehört nicht dazu Deutschland oder wir müssen den Migranten, die hier nicht ortskundig sind, beibringen, wie unsere Kultur funktioniert, Leitkulturdebatten. Das ist nicht, das antwortet noch lange nicht die Frage der Diskriminierung, weil dieser Würde, die nimmt man eben den Menschen schon bei denen, die hier geboren worden sind, wollte ich doch leider Gottes sagen, so umso mehr, weil die gar nicht mehr wissen, wo gehören die hin. Man spricht denen regelrecht ab, dass sie deutsche Staatsbürger sind. Ich verstehe das, weil ich bin nicht hier geboren worden bin. Die sagen zu mir, aber wo kommen Sie denn genau her? Ja, ich sage, nein, ich bin deutscher Staatsbürger, hier haben Sie meinen Ausweis. Da wird dann auch in den Polizeibericht geschrieben, wir haben einen stark pigmentierten Bürger eingetroffen, der sagte, der behauptete, er wäre der Chef dieses Lokal. Und das steht im Polizeibericht, ich habe das zum Glück bekommen, weil ich über einen Anwalt da vorgegangen bin. Solche Sachen, das entwürdigt, das ist keine Menschenwürde. Und das muss man auch benennen. Und da kann man nicht mit links und rechts vergleichen und so weiter. Wir könnten auch über Rassismus unter den Migranten sprechen, aber das ist, es ist tatsächlich Existenz. Aber der Rassismus, der hier alle die Jahre so salonfähig geworden ist, der ist richtig so angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Wenn ich kenne Hinzenkunst, ich kenne viele Leute, die zu Pegida gegangen sind oder gehen noch bis heute, persönlich. Ich habe mit denen in der Jugend viele Partys gefeiert. Ich habe gekocht, die haben mein Essen gegessen, das hat geschmeckt, das war eine tolle Atmosphäre, wir haben gute Dinge gemacht zusammen. Wir haben eine Stimmung gehabt, das war so schön. Und plötzlich, aufgrund dieser ganzen sicher wirtschaftliche Existenzängste und so weiter, hat sich die Stimmung so gewendet, dass manche mich gar nicht begegnen wollen oder nur mit Argwohn betrachten, wo ich sage, Leute, ich verstehe das nicht. Ja? So, und jetzt komme ich nochmal zurück. Nee, ich möchte tatsächlich noch eine ganz direkte Frage stellen. Ist Ihnen die sächsische Staatsregierung und auch der Ministerpräsident heute klar genug in der Positionierung? Oder sagen Sie eigentlich, fehlt da noch was?
Es fehlt für mich noch was. Es bedarf noch eine Schippe drauf. Und was fehlt? Was fehlt? Also es fehlt konkret, dass zum Beispiel jetzt auch so migrantische Organisationen, weil Sie sagten hier auch Migrantenorganisationen, was denken Sie, dieser Zuwanderung- und Integrationskonzept, das Sachsen jetzt quasi noch nicht, de facto noch nicht hat. Ja, wir haben damals 2009 als letztes Bundesland dazu Vorschläge erarbeitet, zivilgesellschaftliche Verbände, paritätischen und die Vereine, Migrantenvereine, ganz gute Vorschläge in dieses Konzept eingebracht. Das wurde in der Vorgängerregierung zusammengestrichen und nur zur Kenntnis genommen. Es wurde nicht verabschiedet. Jetzt haben wir diese Regierung jetzt, wo dann konkret die Integrationsmaßnahmen in den Koalitionsvertrag reingegangen sind. Da sind wir auch froh, deswegen meinte ich vorhin die Verbesserung. Aber wir sehen auch schon die Gefahr hier, dass man zum Beispiel, wir haben, ich gehöre zu dem Beirat, es gibt ja einen Beirat für Zuwanderung und Integrationskonzept, aber ich bin jetzt fast überholt. Ich weiß gar nicht, was jetzt mittlerweile zusammengestrichen ist oder nicht zusammengestrichen ist. Das gab gestern eine Pressekonferenz. Also wir werden nicht konkret beteiligt an diesem Prozess, obwohl wir mit zwei Gremien daran drin sind. Erstmal die Migranten, der Dachverband für Migrantenorganisationen und dann den Beirat für Zuwanderung und Integrationskonzept. Jetzt merken wir wieder, dass das irgendwo dann in Hintertüren verschwinden wird oder zur Kenntnis genommen wird. Das reicht nicht. Das muss ein Gesetz werden, und zwar ein bindendes mit Mitteln untersetzt. Sonst können wir sehr lange über Integration reden. Da können wir gar nicht hin, wo wir hinwollen. Und jetzt... Und dann nochmal, wenn Sie, Herr Ministerpräsident, ich bitte Sie darum, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen tatsächlich, dass Sachsen jetzt aus dieser Vergangenheit, aus seiner Vergangenheit lernt und besser machen, sagen Sie das als Person oder als Partei? Weil ich kenne einige Kräfte in der Partei, die da ein bisschen die Meinung auseinandergeht. Die zum Beispiel bei solchen Fragen fangen Sie von Leitkulturdebatte, wo ich denke, man muss jetzt mal überhaupt eine Kultur identifizieren, in der heutigen Sprachgebrauch, wo wir jetzt in der Verrohung sind, bei der Sprache, da muss man überhaupt definieren, was ist denn überhaupt Leitkultur, was ist denn eigentlich unsere eigene Kultur? Also ich bin Deutscher, ich wollte wissen, was ist das? Ist es noch übrig geblieben oder ist es überhaupt was, ist es so ein bisschen was da geblieben oder fangen wir von vorne an? Tatsächlich steht Leitkultur als nächste Frage auf meinem Zettel und dann würde ich auch sehr gerne gleich daran anknüpfen, nämlich, manchmal passt es, hat denn diese Diskussion und dieser Versuch einer Leitkulturdebatte, war die an der Stelle, wo sie kam, richtig? Hat sie uns geholfen, als Gesellschaft mit diesen Problematiken fertig zu werden? Oder hat sie uns eher geschadet? Herr Avenarius. Ich verlasse jetzt mal den Bereich, wegen dem ich eigentlich eingeladen worden bin. Wenn wir Zeit haben, kommen wir noch dahin. Also der Rassismus ist die schlimmste Form von Menschenverachtung, die es überhaupt gibt. Und leider ist kein Volk dagegen immun. Und deswegen muss man sich immer wieder die Aufklärung neu erkämpfen. Und dazu gehört, es ist auch kein westliches Bundesland dagegen immun. Also wir haben Rassismus genauso in anderen Bundesländern. Wir können das allerdings nur erkämpfen, dass wir manchmal auch schräge Debatten ertragen und mitmachen. Ich bin da im Laufe meiner Auseinandersetzung mit Pegida innerlich etwas weitergekommen. Ich habe vorher, ich war ja in meinem früheren Leben auch mal SPD-Vorsitzender in Dresden, war ich stolz drauf, bin ich heute auch noch, dass ich mich sehr früh von dieser Pegida-Führung abgegrenzt habe. Aber man tritt rassistischen Tendenzen trotzdem nicht nur durch Abgrenzung entgegen. Man muss sich auseinandersetzen. Man muss eben auch so komische Diskussionen, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, führen. Selbst wenn man darauf, die Frau Professor hat da klare Antworten darauf gegeben, bräuchte man sich nicht so lange damit aufhalten. Das Gleiche gilt für die Leitkultur. Weil ansonsten sehr, sehr viele Leute erschüttert werden, die das Gefühl haben, man darf diese Fragen gar nicht mehr ansprechen.
Und das ist ein Problem und das muss man einfach akzeptieren. Jetzt erlaube ich mir noch eine kleine Bemerkung zu dem Bereich, wegen dem ich eigentlich hier bin, weil es die Frage aufkam, ob Muslime hier Angst haben müssen. Wir dürfen nicht vergessen, das schlimmste Verbrechen, das schlimmste rassistische Verbrechen, was seit der Wende hier in Sachsen begangen wurde, es war der Mord an Marwa El-Scherbini, begangen von einem Nicht-Sachsen. Das war ein russischer Aussiedler. Das hätte genauso in jeder anderen Stadt in Deutschland passieren können. Der ist halt zufällig hier gelandet. Dass hier Muslime Angst haben, ist absolut verständlich. Ich möchte nochmal zurückkommen, weil Sie gesagt haben, es müsste noch eine Schippe rauf. Der Ministerpräsident hat ja in Ostritz und auch in Chemnitz klar Stellung bezogen. Ist das etwas, was Sie sagen, okay, das ist etwas, das hat Mut, das erkenne ich an, oder es hätte schon viel früher passieren müssen? Und was bedeutet Ihnen vielleicht auch diese Positionierung? Ich habe das ja eingangs erwähnt, ich erkenne das sehr wohl an, dass der Ministerpräsident Kretschmer da schon etwas Anfänge von Paradigmenwechsel mitbringt. Aber ich befürchte nochmal, dass er vielleicht nicht genügend Rückendeckung in seiner Partei hat, weil es eben in der Vergangenheit so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und er allein würde bestimmt da nicht wahrscheinlich die Kraft aufbringen, gegen seine Partei irgendwie entgegenzukommen. Weil ich merke das ja auch schon, wenn jetzt nächstes Jahr sind Wahlkämpfe, dann geht es dann wieder los. Dann ist das Thema und wir wollen die AfD übertrumpfen und dann macht man den Fehler und nimmt man genau die Themen, die die AfD macht, mit dieser Ängste, die sie schüren, mit diesen Sentiments, macht man dann wieder Wahlkampf auf einer anderen Stelle, direkt oder indirekt. Wenn wir merken jetzt zum Beispiel, die Asylgesetze sind schon längst verschärft worden und wir haben in Sachsen zum Beispiel die erste Ankerzentren, die Sie ja positiv bewertet haben. Das schafft keine Integration und das ist sozusagen wieder eine Rolle rückwärts. Ja, wir machen wir haben durch die integrative Maßnahme, die hier im Ministerium für Gleichstellung und Integration, über die laufen diese Maßnahmen, haben wir einen enormen Fortschritt. Ich habe ja am Anfang auch gelobt. Aber jetzt durch diese Ankerzentren, dann werden wir wieder Menschen 2 Jahre, 3 Jahre aufhalten, ohne dass sie die Sprache lernen, ohne dass sie dann tatsächlich ihre Vertretung, Rechtsvertretung bekommen, ohne dass sie sich in die Gesellschaft bewegen, dann aufhalten. Und wenn sie wieder rauskommen, sind sie wieder wie vom ersten Tag fremd. Und ich meine, wir müssen genauer hingucken, was da passiert ist durch diese 2 Jahre. Ne? Ich meine, ich bin ein bisschen ausgedriftet, ich habe schon verstanden, dieses Signal kommt jetzt, aber ich muss das einfach mal loswerden. Okay. Ostritz war mir sehr, sehr positiv aufgefallen, dass sie dann die nicht Gegendemonstranten, sondern die Antiprotestbewegung sich die Schirmherrschaft dann angenommen haben. In Chemnitz haben sie auch Tag der Arbeit auch eine gute, also fast perfekte Rede gehalten. Aber sie haben genau denselben Fehler wieder, worüber ja ein bisschen Diskussion geführt wurde, gleich im Moment dann mit links dazu als Beispiel geführt. Ich sage nicht, dass wir nicht über Rassismus unter den Migranten, also ich als Schwarzafrikaner, wir wissen ja, dass in Libyen zum Beispiel viele Schwarzafrikaner gar nach Europa kommen, ohne weiteres, weil die dort gehindert werden, also die letzten Flüchtlinge sind, die mit Repressalien und so weiter zu rechnen haben. Wir wissen, dass es dort auch Rassismus gibt und so weiter. Aber wir müssen versuchen, ein Thema pro Mal diskutieren, weil sonst bringen wir uns in die Bredouille, indem wir einfach so Themen wie jetzt Anreisen, die Statistik, dann jetzt, was ich angerissen habe von Ankerzentren, weil ich meine, aber das kann man mal ein bisschen fokussieren, aber wir müssen aufpassen, gerade Sie als oberster Dienstherr des Landes Sachsen, müssen ein bisschen abwägen, wenn Sie was sagen, muss das auch sitzen. Das heißt, Sie müssen ganz klar sagen, Rassismus ist gegen Humanität, gegen die Menschenrechtskonvention und da sind wir dagegen. So. Und dann an anderen Tagen können wir dann über Linksextremisten reden. Von mir aus, da bin ich auch dabei. Sehr gerne fokussieren. Also ich würde jetzt gerne. Oder islamischer Extremismus. Aber wenn wir alles diese ganze Gemengelage, ich weiß, dass viele Menschen wollen hören, ja, aber was ist mit uns? Wir würden da mit von Menschen, die junge Menschen, die islamisch aussehen, angepöbelt und so weiter. Ich weiß, dass es da irgendwo brodelt. Aber das ist eben der Fokus. Und da muss man einfach ganz konkret sagen, okay, ab jetzt ist auch bindend in den Integrationskonzepte, in die Regierungs,
Erklärungen, dass es eben Rassismus institutionell, also auch gesellschaftlich zu bekämpfen ist und einzudämmen ist. Wenn das kommt und das auch verankert ist, dass keine andere Regierung oder was weiß ich, Opposition das kippen kann, dann bin ich sehr gerne bei Ihnen. Dann habe ich ja das Vertrauen auch. Ich würde jetzt gerne tatsächlich fokussieren, weil es wurde jetzt ganz viel angesprochen von Ankerzentren über Integrationskonzepten. Ich würde Extremismus, ich würde jetzt gerne wieder zurück zum Thema Rassismus springen, zu Ihrer Positionierung in Ostritz und zu der Frage, ob Ihre Partei, ob die genug Rückendeckung von Ihrer Partei haben oder ob da auch an verschiedenen Stellen gesagt wird, naja, eigentlich geht da auch Wählerpotenzial flöten. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich auf so einer Kundgebung gesprochen habe und auch nicht das erste Mal beim 1. Mai. Es ist nicht so, dass den Leuten das immer gefallen hat, was ich am 1. Mai gesagt habe, aber ich habe schon oft bei solchen Kundgebungen gesprochen. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen, wir müssen ein bisschen in der Diskussion aufpassen. Wenn es die Unterstellung gibt, dass eine Diskussion über Leitkultur oder über Rahmenkultur irgendwie rassistisch sein könnte oder dass Leute, die der Meinung sind, wir diskutieren über ein Ankerzentrum, dass das irgendwie Rassismus Vorschub leisten muss, dann ist eine Grenze überschritten, wo wir auch aufhören müssen, weil man damit eine anständige und vernünftige sachliche Diskussion aufhört. Ich habe diese Diskussion um Leitkultur als eine Diskussion erlebt oder die um Patriotismus über die Frage, welche Werte haben wir? Und da wird es unterschiedliche Meinungen geben. Und da werden wir uns möglicherweise auch darüber streiten. Aber sie ist dringend notwendig. Sie wird einfach in diesem Land geführt. Und wir haben uns nicht vorstellen können, dass in dieser Form auch jüdisches Leben derzeit in Berlin da so angegriffen wird, dass die Frage Gleichberechtigung von Mann und Frau noch einmal so gestellt wird, wie sie gestellt worden ist in den letzten Jahren. Und deswegen ist es richtig, dass wir da miteinander als Gesellschaft darüber diskutieren und sagen, das ist die Form, wie wir miteinander leben wollen, das sind unsere Werte. Und diese Diskussion findet in einer offenen Gesellschaft eben auch öffentlich statt und hat am Ende auch eine Wirkung, beispielsweise auf Richter und Staatsanwälte, die für uns miteinander Recht sprechen. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, ich bin da in meiner Position vollkommen klar. Ich habe den Bürgermeistern, die ich da getroffen habe, im Landkreis Görlitz gesagt, wenn es Ihnen in ähnlicher Weise passiert, dass solche Nazis, Neonazis kommen und Konzerte machen, seien Sie so wie die in Ostritz, organisieren Sie eine Veranstaltung und Sie können sich sicher sein, wenn Sie mich brauchen, werde ich immer da sein und immer helfen. Aber ich bin auch so, das will ich Ihnen auch sagen, ich war in Chemnitz bei dieser Kundgebung. Ich habe dort gesprochen, ich bin mit den Leuten auch ein Stück des Marsches mitgegangen, um deutlich zu machen, ich bleibe bei euch, auch das Thema Solidarität, was da stand. Aber als dann diese eigenartige Gruppe da angefangen hat, Musik zu machen, von der mir schon klar war, dass sie am Ende auch Probleme mit dem Rechtsstaat hatten, haben wir ja dann später, ein paar Tage später gelesen, war ich nicht mehr dabei. Weil ich möchte gerne da sein, wo die Mitte der Gesellschaft ist, wo anständige Demokraten sind. Und jetzt will ich noch eins sagen, es ist immer schwierig oder es ist immer einfach, so als deutscher Staatsbürger ohne Migrationsgeschichte da so zu erzählen, wie selbstverständlich das ist. Ich habe da sehr viel Verständnis dafür, was Sie erlebt haben, wie Dinge auf Sie wirken, wahrscheinlich ganz anders, als sie auf mich oder uns wirken würden. Und deswegen ist es auch gut, dass wir über sowas reden und uns gegenseitig sensibel dafür machen. Weil es ist am Ende, ist es mir egal, ob es eine alte Frau, eine schwangere Frau oder jemand mit einer Migrationsgeschichte ist, der in der Straßenbahn angepöbelt wird. Wir müssen da die Mitte der Gesellschaft uns alle stark machen und sagen, so wollen wir eben nicht miteinander umgehen. Deswegen finde ich es gut, dass Sie da sind und auch so Ansprüche auch an mich formulieren. Ich bin für Sie genauso da wie für jeden anderen und fühle mich dafür verantwortlich. Ich glaube, man könnte jetzt ganz spannende Diskussionen auch gerade über diese Mitte der Gesellschaft führen. Ich möchte aber an eine Frage anknüpfen, auch nochmal der Begrifflichkeiten, wo Sie schon begonnen haben. Und die Frage geht an Frau Professor Peetz. Und zwar eines für mich persönlich der schlimmsten Ereignisse, die ich auch noch sehr bildlich im Kopf habe, ist das Ereignis in Klausnitz, als ein Bus auf dem Reisegenuss stand, angehalten wurde von Menschen, die diesen Bus bepöbelt haben und die Insassen alles andere als freundlich willkommen geheißen haben. Und was mich erstaunt hat, ist, dass sie nicht gerufen haben, Ausländer raus,
sondern wir sind das Volk. Und Sie hatten es da schon angefangen zu sagen, mit dem Kulturrassismus, der jetzt immer weiter verwendet wird, anstatt des biologischen Rassismus. In der jetzigen Debatte, auch von rechten Gruppierungen, wird der Begriff Volk, hat der fast Ersetzung gefunden für den Begriff Rasse? Also zunächst einmal, in Sachsen hat dieser Satz eine ganz bestimmte Geschichte, die auf 1989 zurückgeht. Und es ist sehr wichtig, das zu betonen. Was viele Demonstranten auch bei Pegida wieder aufnehmen, sind bestimmte Diskurse und Strukturen, wie sie sich jedenfalls die friedliche Revolution von 1989 vorstellen. Also was der Satz also meint, ist eine Drohung. Ja? Also jedenfalls auch eine Drohung. Ja? 1989 waren wir ein Volk und schaut mal, was wir mit der Regierung gemacht haben, der DDR. Jetzt sind wir wieder ein Volk. Ja, also man kann das als Drohung auffassen. Ja, also ich überlege mir da, was die kommunikative Intention dieses Satzes ist. Die anderen Bedeutungen des Volkes sind meist zweierlei. Zum einen unterscheidet man zwischen Volk und Elite und zum anderen unterscheidet man zwischen diesem Volk und dem anderen Volk. Also wir haben so eine horizontale und eine vertikale Bedeutung des Begriffes Volk. Und ich denke, in dem Satz, wir sind das Volk, kann man zum einen sagen, ja, wir Deutschen sind das Volk. Ja, das wäre dann so eine, vielleicht die Interpretation, die bei diesem Abend besonders passen würde und bei diesem Event in Klausnitz. Und wir haben dann die Pegida-Kontexte und da geht es, glaube ich, eher gegen die Eliten. Ja? Wir haben hier, was wir in Sachsen haben, wir haben zwar eine Demokratiefreundlichkeit, die Sachsen sind überdurchschnittlich demokratisch eingestellt, aber Sachsen sind überdurchschnittlich anti-elitär eingestellt. Und besonders die politischen Eliten werden von Sachsen überdurchschnittlich stark kritisiert. Da tun sie ja was dagegen, hat was mit auch der Ferne der Politiker zu tun. Aber das ist etwas, was hier auch aufgegriffen wird. Wir sind das Volk heißt, jedenfalls in Dresden, passt auf. Ich glaube ehrlich gesagt, es hatte eine andere Bedeutung in Klausnitz. Ich war jetzt ja da, wir hatten ein Bürgergespräch da, in einem Nachbarort, aber es waren sehr viele aus Klausnitz da. Nur vielleicht nochmal vorausgeschickt, ich habe im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten danach und mich auch öffentlich geäußert nach diesen Vorkommnissen Klausnitz, furchtbare Bilder. Ich habe gesagt, der Ruf Sachsens ist total beschädigt oder ist im Eimer, ich weiß es nicht mehr, und das, weil mich das auch ganz persönlich so beschäftigt hat und viele und damals im Bundestag mich darauf angesprochen haben. Aber als ich jetzt da war, vor wenigen Wochen, ist mir klar geworden, es ging, glaube ich, um was anderes. Die Leute wollten sagen, wir sind das Volk und wir sind nicht gefragt worden. Hier passiert etwas, diese Unterbringung, die mit uns nicht besprochen worden ist, mit der wir nicht einverstanden sind und wir hätten wenigstens gefragt werden müssen. Die Art und Weise ist völlig inakzeptabel, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Der zweite Effekt war, der zweite Erkenntnis, die mir gekommen ist, es ist auch dort jetzt nach 3 Jahren selbstverständlich natürlich ein Prozess, Zeit ist weitergegangen und die Leute erleben permanent, dass sie als mit diesem Makel des Rechtsextremismus und des Rassismus dieser Bilder leben müssen. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, ich habe den Leuten das auch versprochen, ich habe gesagt, ich komme wieder, wir sehen uns, ich übernachte, ich mache hier Urlaub bei Ihnen, wir reden miteinander. Ich komme in Ihr Wirtshaus und wir reden miteinander. Ich habe das Gefühl gehabt, es war wie eine Erleichterung, dass jetzt mal jemand Sie auf einer anderen Ebene abholt, als mit dem Vorwurf. Weil ich meine, das kann man auch wieder aus niemandem übel nehmen. Jeder, der das Bild gesehen hat im Internet, der ist, glaube ich, ziemlich fertig mit diesem Ort und will da nicht hin. Aber wenn Sie da sind, wenn Sie mit den Leuten reden, merken Sie, na gut, auch dort war es ein kleiner Teil. Und wahrscheinlich selbst von denen sind jetzt viele der Meinung, das hätte so nicht sein dürfen. Wir müssen irgendwie auch da wieder den Neuanfang schaffen. Das ist eine ganz schwierige Situation in Bautzen, an anderen Orten, Heidenau, dass man jetzt die Möglichkeit schafft, zu sagen, das, was da gewesen ist, das ist jetzt gewesen, das war nicht in Ordnung, da haben wir jetzt auch eine Meinung dazu, aber wir gehen jetzt anders in die Zukunft. Ja, ich bin dran, ich würde so gerne darüber reden. Also ich habe das Argument sehr gut verstanden, dass dieses Wir sind das Volk gar nicht gegen diese Menschen gerichtet war, die im Bus waren, sondern dass sie nicht gefragt wurden. Ich frage mich dann trotzdem, warum sie es gegen diesen Bus geschrien haben und nicht vor der Staatskanzlei zum Beispiel. Wir reden jetzt nicht drüber, weil auf den Blick auf die Uhr würde ich gerne noch tatsächlich ein bisschen noch den Blick in die Zukunft werfen und fange da ein bisschen von der Vergangenheit an. Nämlich Kurt Biedenkopf hat schon sehr früh, aber auch 2015 und dann oft mal wiederholt gesagt, die Sachsen sind immun gegen Rechtsradikalismus. 2016
hat der Ministerpräsident Stanislaw Tillich im Februar im Sächsischen Landtag Folgendes gesagt: Die fremdenfeindlichen und rechtsextremen Ereignisse in Sachsen bilden eine lange Kette, die mich, die uns beschämt. Ja, es stimmt, Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus und es ist größer als viele, ich sage ehrlich, auch ich, wahrhaben wollten. Zwischen diesen beiden Aussagen scheint ja sehr, sehr viel passiert zu sein. Und ich möchte jetzt den Blick in die Zukunft wagen und gerne fragen, und zwar jeden Einzelnen noch, was muss die Zivilgesellschaft, die Justiz, die Politik, welche Forderungen haben Sie, um rassistische Gewalttaten oder Rassismus in der Zukunft zu begegnen und entgegenzuwirken? Und ich würde gerne von der linken Seite anfangen. Also, auch fähige und bedeutende Politiker machen Fehler und dieses Kurt Biedenkopf-Zitat ist ein Fehler gewesen und der Fehler ist leider noch von ihm wiederholt worden. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt kein Volk, was immun ist gegen Rechtsextremismus und deswegen muss man in Sachsen natürlich mit den Menschen arbeiten und kann nicht einfach sagen, bei denen passiert sowieso nichts. Und ich denke, die Kunst besteht immer darin, dass man, wie Sie es gesagt haben, versucht zu verstehen, warum sich manche Menschen nicht ausreichend gehört fühlen, wenn man sie auf bestimmte Dinge hinweist, die hier ebenso sind. Und der Grenzziehung, dem Vermitteln, was nicht geht. Ich habe auch meine Schwierigkeiten damit, dass jetzt dieser Leitsatz der friedlichen Revolution, der wirklich extrem friedlich war, die sind waffenlos gegenüber Heerscharen gegenübergestanden, dass der sozusagen umfunktioniert wird in menschenfeindliche Angriffe. Und es ist wahrscheinlich jedes Mal eine Einzelfallentscheidung, grenze ich mich ab oder gehe ich auf die Leute zu? Und das ist das harte Brot, was man essen muss. Und ich kann nur sagen, nach den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, auch nach den Ergebnissen, die wir in der Landeshauptstadt erleben durften, bei vielen, vielen mühseligen Versuchen, Dialoge zu führen. Es ist eine große Mühe in der Ebene, die wir überwinden müssen, aber es ist das ist wirklich alternativlos. Ich denke, wir können einfach die Zustände nicht so lassen, wie sie sind. Ja, also ich wünsche mir, dass wir als Kulturbüro Sachsen weiter unsere Arbeit vor Ort machen können, indem wir die ganz vielen engagierten Bündnisse, Gruppierungen, Einzelpersonen, die es in diesem Land gibt, weiter unterstützen können, dass wir dazu sozusagen die Kraft und die Energie haben. Ich wünsche mir auch, und dass wir Empowerment auch für weiterhin migrantische Organisationen, Selbsthilfeorganisationen, Dachverbände betreiben können, die dabei zu unterstützen, politische Teilhabe mit zu organisieren, weil politische Teilhabe ein Garant dafür ist, dass man Diskriminierung und Rassismus am Wohnungsmarkt, am Arbeitsmarkt etc. auf andere Art und Weise nochmal entgegentreten kann, gemeinsam mit den Leuten, die nicht betroffen sind von Rassismus, weil man kann es ja tatsächlich nicht nur in die eine Situation adressieren. Und ich wünsche mir oder würde es auch gerne anbieten, dass das, was der Ministerpräsident mit den Sachsen-Gesprächen angefangen hat, vor Ort hinzuhören, das vielleicht noch, und da würde ich mich auch gerne daran beteiligen, ein Stück weit zu öffnen, damit deutlicher wird, dass sozusagen auch die gleiche Intensität auf Gruppen, auf marginalisierten Gruppen wie Leuten mit einer Migrationsbiografie liegt, weil die tatsächlich auch zu Sachsen gehören. Bevor ich die Frage, was Sie in der Zukunft tun möchten, um Rassismus zu begegnen und oder was auch vielleicht die Zivilgesellschaft, was Sie von ihr erwarten als Ministerpräsident, ist ja auch sehr wichtig, habe ich noch eine Statistik. Es ist keine Extremismusstatistik.
Ich gucke mal, ob ich jetzt zurückspringen kann. Nein, ich kann nicht zurückspringen, aber ich sehe sie trotzdem. Nämlich, und das ist nämlich auch eine Frage, die sich in die Zukunft richtet. Das ist eine Statistik vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages. Darauf zu sehen ist die Anzahl der insgesamt, ich habe das auch nochmal hier ausgedruckt, dann müssen Sie sich nicht verrenken. Ja, das ist sehr lieb, danke. Vielen Dank. Und zwar ist das eine Statistik, die Anzahl der insgesamt erteilten Unterrichtsstunden in der unmittelbaren schulischen politischen Bildung während einer Schullaufbahn zeigt. Das ist der Sollwert. Die Berechnung, die Sie da sehen, wurde auf Grundlage der Schulgesetze erstellt und die Rückfragen zu den jeweiligen Kultusministerien. Stand 2013, veröffentlicht 2016 vom Bundestag. So, ich habe die jetzt deswegen nochmal rausgesucht, um mit der Frage nach der Zukunft auch die Frage nach der politischen Bildung zu stellen. Nämlich, wir sehen Sachsen. Sachsen ist das Land neben dem Mittelwert 1, 2, 3, 4 von links. Und wir sehen, dass Sachsen wenig hat. Okay, danke. Man kann sogar sagen, wenn man es auf die Spitze treiben möchte, dass ein sächsischer Gymnasiast nur ein Achtel so viel Politikunterricht hat wie ein Hauptschüler aus Niedersachsen. Und ich möchte, also das kann man da ganz gut sehen. Ja, genau. Ich würde also gerne die Frage doppelt stellen. Einmal, was erwarten Sie von Ihrer Zivilgesellschaft? Was gedenken Sie zu tun? Und wollen Sie diesen Punkt der politischen Bildung in den Schulen angehen? Und ich habe gedacht, der Abend geht nicht zu Ende, ne? Und das randaliere ich. Ich werde das jetzt mal nicht als Anschlag. Also, tja, das ist ja keine gute Grafik, nicht? Ja, es tut mir leid. Ich habe noch überlegt, ob ich das jetzt noch raushole, aber ich meine, nein, also, heißt ja auch Tacheles. Wir haben uns ja entschieden, da was zu tun. Und das wird zum Schuljahresbeginn 2019 auch in Kraft treten. Es wird mehr politische Bildung geben, also mehr Stunden. Dafür werden an anderen Stellen auch Stunden reduziert, weil uns klar ist, dass das zu wenig ist. Und dass wir auch gerade in den Oberschulen mehr tun wollen, das muss auch sein. Aber ich finde, das reicht mir nicht aus. Ich habe jetzt auch bewusst diesen Prozess um diesen Qualitätspakt in den Kindergärten so angelegt, dass die Eltern entscheiden. Wir müssen mehr Möglichkeiten schaffen, wo partizipativ, wo die Bevölkerung diskutieren muss, wo sie sich auch eine Meinung bilden muss, wo man auch für und wieder mal auslegen muss. Und das ist das, was wir als Klima in den Schulen erreichen wollen. Es würde mich nicht befriedigen, wenn wir von den Stundenzahlen hier weiter nach oben kommen und das so ein bisschen wie mein Gesellschaftskundeunterricht abläuft. Ich war damals Stadtrat in Görlitz, ich kannte das alles und es war so furchtbar, diese eine Stunde, dieses Hergebet, das war so zum Abgewöhnen und das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte wirklich, dass der Schulalltag ein Stück weit aufgebrochen wird, dass diese Diskussionen immer wieder stattfinden miteinander und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe immer gesagt, ich bin jetzt nicht der große Freund von Elternabenden, aber ich bin auch deswegen immer hingegangen, um diese Kindergartenleitung mit dabei zu unterstützen, dass da Eltern sind, die miteinander diskutieren, wie wollen wir das machen, was ist uns besonders wichtig, auf was legt ihr Wert. Also politische Bildung, politische Diskussion in der Breite überall zu ermöglichen, ist mir sehr wichtig. Und das Zweite ist, ich glaube, das Entscheidende ist, auch da den Anfang wären, wir müssen dagegen uns wenden, gegen Alltagsrassismus und diese kleinen Dinge. Und da ist es eben wirklich so, Anstand, Haltung und damit sind die wesentlichen Dinge umschrieben. Ein anständiger Mensch kann kein Rassist sein und hat keine rassistischen Einstellungen. Drei Vorschläge. Zum einen ganz klar die Polizei und Verfassungsschutz dort stärken, wo diese ganzen Übergriffe stattfinden. Das ist lokal relativ begrenzt. Die Ressourcen sind also begrenzt einsetzbar und sind dort am fruchtbringendsten. Ja, diese drei Landkreise, die ich erwähnt habe. Zweitens, mehr Streitgespräche, mehr politische Bildung, das haben wir ja gerade schon gehabt zum Glück. Und mein dritter Punkt wäre, um einen Punkt von Herrn Helmiti nochmal aufzugreifen, ich nenne es mal die Modernisierung der lokalen Verwaltung. Ja, man kann tatsächlich, ja, wenn es tatsächlich so ständige Duzformen gibt in der öffentlichen Verwaltung und eine Ungleichbehandlung, dann ist da etwas systematisch im Argen und als staatliche Akteure müssen wir da etwas tun, meines Erachtens. Wir können es gern Modernisierung nennen, Workshops und so weiter machen, aber da brauchen wir einfach ein Leitbild für eine moderne Verwaltung, die so etwas mit anderen Mitmenschen nicht
tut. Und ich denke, das ist auch eine Staatsaufgabe, sich darum zu kümmern, dass die Würde des Menschen in der Verwaltung gewahrt ist. Und wenn man das üben muss, dann muss das mit ihm geübt werden. Also Sie können natürlich groß an die Wand schreiben, Anstand. Das reicht aber wahrscheinlich nicht. Und ich denke, ja, nennen Sie es Modernisierung, aber bringen Sie die Leute dazu, sich anders zu benehmen. Natürlich schwer, ne? So ein Statement nochmal irgendwie eine Schippe draufzulegen, aber ich kann ja nochmal ein bisschen pragmatisch sein. Also, ich denke, wir können dieses Dilemma nur überwinden, wenn wir tatsächlich diese Ungleichbehandlung abschärfen. Das heißt, Umkehrschluss, wir müssen die Partizipation der Migranten, die hier sind, tatsächlich jetzt, besser jetzt als später, verbessern. Das heißt, der Dachverband ist ja nicht umsonst entstanden. Ja, wir bündeln die Interessen der Migrantenorganisationen, das heißt, da sind über 40 Migrantenorganisationen dahinter, die dann immer ständig vor Ort tätig sind, und wir bündeln diese Interesse von denen alle und versuchen das jetzt an den Organen zu bringen, an den sozusagen Entscheidungen stellen. Da braucht natürlich auch eine gewisse Verzicht von Macht. Also, wie Sie wissen ja, wie das ist, wenn man uns nichts gibt, da können wir natürlich, also das heißt, dieses Wissen, nicht Macht in dem Sinne, dass wir irgendwas ergreifen wollen, sondern das Wissen. Das heißt, wenn wir nicht wissen, wie so ein Integrationskonzept, was wir mit erarbeitet haben, am Ende konkret zu einem Gesetz wird, ja, dann sind wir natürlich nicht beteiligt. Das heißt also, bitte mal die Dachverbände mit beteiligen, und zwar der Betroffenen, nicht über die Betroffenen, sondern mit den Betroffenen, mit uns. Wir sind die Experten in unserem eigenes Leben. Wir können da vieles beitragen. Wir würden uns wünschen, noch vielleicht nach der heutigen Runde nochmal vielleicht ein Gespräch nochmal mit Ihnen, nochmal mit unserem Vorstand. Dann gibt es eine Initiative heute im Landtag, war das heute 31, ja, heute im Landtag von den Grünen. Es geht um Wahlrecht für Migranten, die hier leben, hier Steuern bezahlen, ihre Kinder in die Schule schicken, ihre Freizeitzentren besuchen und so weiter, dass die das auch eine Stimme haben, zumindest auf kommunaler Ebene, was ja eigentlich gar nicht so groß, also es ist keine, die müssen keine jetzt Bundeswahlrecht, vielleicht wäre das Idealste, was man erreichen kann, aber dass sie eine Mitbestimmung haben auf kommunaler Ebene. Also das kommunale Wahlrecht ist jetzt in konkreten Antrag im Landtag gelaufen, wenn ich nicht mich irre. Ich weiß nicht, wie der ausgefallen ist, aber da sind wir mehrfach dran gegangen, haben das gemahnt, gibt uns doch mal, wenn ich jetzt 20 Jahre lebe und meine Arbeit verrichte, meine Familie lebt hier, ich bezahle Steuern, ich möchte meine Staatsbürgerschaft nicht abgeben, warum darf ich nicht mitbestimmen, wie mein Kind welche Schule und welche Schulform der besuchen darf und so weiter. Das ist doch genau dieser Ungleichbehandlung, der wiederum der andere Bürger merkt, ach, du darfst hier gar nicht fehlen, du darfst hier gar nicht mitbestimmen an der und der Stelle, du musst sowieso aufpassen, weil sonst kriegst du keinen Aufenthalt oder kriegst du keine Arbeit. Diese Benachteiligung, das führt eigentlich zu dem Rassismus, wo wir hinwollen. Also das, wenn wir das abbauen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist mein Wunsch, dass in absehbarer Zeit diese Dinge sukzessive angegangen wird. War das jetzt die Antwort? Über dieses Thema kann man sicher noch stundenlang diskutieren. Ich habe bestimmt auch noch 10 Fragen oben, die man noch lange diskutieren konnte. Ich möchte mich jetzt aber auch auf den Blick auf die Zeit sehr herzlich bedanken. Als erstes bei Ihnen. Es gab verschiedene Beifalls, aber auch kleine Buhrufe. Das hat schon gezeigt, dass das Publikum verschiedene Meinungen hier saßen und nicht nur eine Meinung hatten. Und ich finde es sehr schön, zu sehen, dass es in Dresden auch möglich ist, solche Debatten über solche kontroversen Themen zu führen, ohne dass die Debatte gestört wird und in einer angenehmen Debattenkultur, in der die Meinung jedes anderen noch anerkannt wird. Also vielen lieben Dank dafür.
Dann möchte ich natürlich ganz, ganz herzlich dem Hygienemuseum danken. Es war eine unglaublich tolle Zusammenarbeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr professionell und sehr, sehr herzlich. Vielen, vielen lieben Dank. Es war ganz, ganz toll. Wir freuen uns sehr, Gast hier sein zu dürfen. Ich möchte Dresden Fernsehen danken, die die Debatte aufzeichnen und später zur Verfügung stellen. Den Medien, die heute da waren, um das Thema auch weiter zu transportieren. Und natürlich auch unseren Podiumsgästen. Wir haben auch ein kleines Dankeschön für Sie. Einen kleinen Katalog der Ausstellung und einen Stressball von Atticus, den kann man ab und zu mal vielleicht gebrauchen. Ja, vielen lieben Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich vor dieser wichtigen Debatte nicht gedrückt haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachhauseweg. Zum Ende noch, Atticus e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Wir haben auch keinen Eintritt verlangt. Das heißt, wer gerne spenden möchte, sie ist auch von der Steuer absetzbar, ist natürlich herzlich willkommen, dies zu tun. Vielen lieben Dank, wir freuen uns auf eine nächste Debatte und einen schönen Abend.